Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind beim letzten Mal in dem Schrein hier gewesen. Versuchen jetzt langsam aber sicher rüberzukommen zu den Orki. Okay, hier läuft einfach mal so Wasser aus dem Nichts. Ich habe da vorne übrigens die nächste Himmelstränenzeichnung gesehen. Die dürfte aber auch jenseits hier der Gruppe liegen. Das heißt, wenn wir hier rüber gehen, werden wir es schaffen. Und was wir uns jetzt vielleicht noch angucken sollten, wäre einmal das Loch hier. Aber damit fangen wir an nach dem Intro. Nachdem das Intro dann gelaufen ist, können wir endlich loslegen und mit Link weiter Forschung betreiben. Mist, jetzt habe ich die Viecher übersehen. Jetzt sind mir zweimal die Heuschrecken hier, oder was das war, entkommen. Abgrund im Hyrule-Gebirge. Ich habe ja gerade erst gespeichert. Komm, einmal möchte ich eigentlich wirklich wissen, was passiert, wenn ich in so ein Loch reinfalle. Vor allen Dingen, wie tief diese Löcher sind, ne? Guck mal. Was hier unten so kommt. Hier findet man ja sehr wohl was. Den Untergrund gibt es auch noch. Alle Orte auf von dir bereits erlangten alten Karten wurden in deine Karte übertragen. Was ist das denn hier? Okay, man kommt mit so einem Luftballon hier wieder raus, aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist das? Ich habe alle Leuchtsamen aufgebraucht. Du hättest nicht zufällig welche für mich übrig. Teilen macht Freude. Bitte, bitte. Freude, Freude. Ja, komm hier. Ich gebe dir ein. Hurra! Danke dir! Du hast mich wirklich gerettet. Ohne Licht tappt man hier ganz schön im Dunkeln. Schau nur, dass du deine Leuchtsamen nicht verbrätst wie ich. Ach so, leg die Kapseln ruhig auf den Boden und schlag sie ab. Aber echte Profis befestigen sie an Pfeilen und Schuss. Und dann siehst du alles so klar, wie ich dich jetzt gerade sehe. Dich, Link, unseren Todfeind! Es ist wieder soweit. Du bist des Todes! Ach, immer noch die Viecher. Ha ha ha!
Meine Fresse, nee, ey. Was für Schwertbananen. In Wäldern für Prione. Ich dachte, die sind hier los. Diese Viecher. Sunshin, Kurzschwert. Ich dachte echt, die wäre ich jetzt endlich los. Was für unangenehme Zeitgenossen, wirklich. Wo sind denn die Leuchtsamen? Oh Mann. Okay. Nicht gut. So, ausrüsten. Oh Mann, die sind echt hart als Gegner. Ich hatte aber gesehen, dass es direkt davor gespeichert hatte. Von daher aus alles gut. Ich wollte ja jetzt eigentlich im Untergrund gar nichts suchen. Es hatte mich nur mal interessiert, generell, was hier unten so... So ist, ne?
So, interessenshalber, ne? Versteht ihr. So, das hier zum Beispiel, das interessiert mich, was das hier ist. Artig an Urwurzel. So, was ist das hier zum Beispiel? Das sieht sehr wichtig aus. Oh, das sieht sogar sehr, sehr wichtig aus. Ah, guck mal. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Wow. Das sieht doch cool aus. Abgrund im Hyrule-Gebirge. Und jetzt haben wir hier unten wahnsinnig viel, was wir erforschen könnten. Doch. Richtig krass hier, ey, dass wir auch noch so eine Riesenwelt hier im Untergrund haben. Ihr Licht. Schön, ich sammle ihr Licht da erstmal ein. Oh Gott, das ist nicht gut. So, jetzt nehmen wir erstmal ein neues Schwert hier. Ey, ich hab gegessen, Jungs. Ich hab eine Fee verschwendet. Oh, Menno. Und die nächste Fee. Ich muss ja wohl Feen besorgen. Gibt's doch gar nicht, ey.
Gottchen. Das ist anstrengend. Ah, jetzt sehe ich das erst mal. Meine Herzen sind wirklich dauerhaft kaputt, hä? Oh, das ist jetzt aber Kacke hier. Was habe ich denn hier gefunden? Was habe ich denn hier? Das sieht auch interessant aus. Das sind alles Ventilatoren hier. Das ist so eine Sonar-Werkstatt. Das sind Reifen. Und das ist so ein Flügler. Okay. Alles klar. Ich möchte gar nichts mit dir zu tun haben. Geht ihr mal wieder. Haben wir jetzt noch so ein paar Irrlichter? Dann würden wir mal sagen, wir gehen hier auf der Karte nach oben. Und dann haben wir das zur Kenntnis genommen. Und dann haben wir hier so ein Loch gehabt. Und hier haben wir auch so ein Loch. Und das könnten wir uns nochmal angucken. Aber erstmal muss ich mich heilen. Und wir teleportieren uns erstmal da unten raus, bevor alles, was wir jetzt gewonnen haben, auf einmal weg ist. So, das waren die ersten Erfahrungen im Untergrund, würde ich sagen. Oh Gott, das heißt, Zelda Tears of the Kingdom ist echt riesig. Wir haben die Oberwelt, die Mittelwelt und die Unterwelt. Ach, guck mal, da erholen sich meine Herzen wieder. Ein normales Bett, ja. Und damit holen wir uns Stallpunkte. Bis morgens pennen erstmal. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Ja, sehr schön. Ein Blutmond. Die Monster sind wieder alle da. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Oh.
So, dann machen wir diesmal eine Folge, wo wir einmal so die Dunkelheit erforschen. Und ich gehe jetzt einmal hier hin. Aber erstaunlich, dass die Gegner schon wieder da sind. Ich dachte, ich hätte diesen Orden letzte Mal ausgerottet mit diesen Bananenfreaks. Jetzt hatte ich den Anführer besiegt. Hm. Sehr komisch. Aber diese Untergrundlöcher, die sind interessant. Und auch hier habe ich gerade gemerkt, die Gegner im Untergrund sind viel, viel, viel zu stark. Also ich glaube, anstatt Ausdauer sollte ich doch lieber erstmal auf Herzen gehen, weil ey, brauchen so viele Herzen, um dagegen anzustinken. Das ist unglaublich. Was ist das hier? Düsterwürmchen. So, jetzt machen wir erstmal Licht. Ich muss mir ganz, ganz dringend neue Feen besorgen. Und da haben wir auf alle Fälle wieder so eine Wurzel. Wir nehmen erstmal einen kleinen Bogen wieder, die reichen wir nämlich auch. So, heilen wir erstmal diesen Baum. Kann es sein, dass die Bäume hier mal das mal wieder aufheben? Oha, hier Tatsache. Markierung auf der alten Karte. Dazwischen. Aber hey, weil da hinten ist noch so ein Baum. Ja, wir haben hier echt überall ganz viele von diesen Bäumen. Jetzt einfach mal, wie weit wir kommen und was wir von der alten Sona-Welt hier unten so alles sehen. Und wenn es zu kritisch wird, dann gehen wir einfach wieder nach oben. Sonderblumen, sehr schön.
überall solche Bäume? Und überall dazwischen sind Monsterhorden, hä? Nicht schön. Jetzt lohnen sich wenigstens mal diese ganzen Leuchtblumen, die ich so in der Zwischenzeit gesammelt habe. Ich glaube, da werden wir noch Unmengen von brauchen. Aber ich habe ja auch das Essen, was mich selber leuchten lässt, ne? Und ich muss unbedingt stärkere Waffen haben und stärker werden. Bis zu dem da wollte ich es eigentlich noch schaffen. Das wäre so das große Ziel gewesen. Noch einen zweiten Baum aufdecken. Das fände ich jetzt persönlich ziemlich cool. Okay. Ah, da können wir jetzt auch noch dran vorbeimogeln. Ja, cool. Ja, Zusus Wurzel. Kriegen wir damit so ein Wegesystem unterirdisch hin? Okay, aber wie gesagt, so viel auch zu dem Plan. Wir gehen einfach mal an der Oberfläche lang und gehen über die Brücke ins Windtal. Ich habe ja gesagt, so 4-5 Folgen später nehmen wir es endlich in Angriff. Wahnsinn hier, ne? Ich glaube, das können wir jetzt überspringen. Das haben wir gesehen. Und hey. Ja. Teleportieren und da ist das Loch. Und wir kriegen hier unten so ein Teleporter-Netzwerk dadurch hin. Mit Unmengen von Gegnern dazwischen natürlich. Hammer könnte man auch sagen, ne? Aber auch sehr interessant, was man hier so alles entdecken kann. Und vor allen Dingen cool, was es alles so an neuer Munition gibt. Leuchtsam und Sonanium. Sehr schön.
einen neuen Knochen. So, und ich sehe schon, oh, das wird hier echt zu lang mit der Folge. Es gibt hier so viel zu entdecken. Da gibt es Gegner, die einen angreifen werden. Okay, jetzt wird's kritisch. Jetzt bräuchte ich einen Hammer, um die loszuwerden. So, die Folge wird jetzt ein bisschen länger, weil es einfach spannend gerade ist, hier einmal im Untergrund zu gucken. Wenn ich das sehe, kommen wir hier eh jetzt gerade an unsere Grenzen. Ja, ein riesengroßer Fluss. Dann, nee, doch kein riesengroßer Fluss. Okay, aber wenn wir den Baum haben, dann endet die Folge und dann habt ihr eine XXL-Folge. Also es wird noch ewig dauern, hier alles zu erforschen. Es ist Wahnsinn, was hier im Untergrund abgeht, ne? Und jetzt bin ich natürlich völlig aus der Richtung gekommen. Und das ist erst so ein kleiner Teil. Da oben einer. Also ich glaube, erstmal zum Munitionssammeln ist das Zeug hier unten super. Und sie haben sich echt Gedanken gemacht, also... Nachdem man ja Hyrule oben hatte, jetzt oben, unten und hier noch die komplette Welt. Das hat was. Das hat Stil. Aber nichtsdestotrotz beim nächsten Mal geht's wirklich hier an diesem Stall weiter, ne? Das war jetzt zwar nett, mal die Unterwelt gesehen zu haben, aber in dem Sinne, bevor die Folge noch länger wird, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.